So, servus und hallo Leute zum nächsten Unpacking. Es ist Cyber Monday gewesen auf Amazon. Cyber Monday, kurz zur Erklärung, das ist einfach die Woche Ende November, an dem Amazon sein gesamtes Inventar rausschmeißt. Egal was ist, in dem Fall auch hier Spiele, ich schwör's euch, das Paket, ich kann es euch nicht sagen, laut dem Verpackung ist es tatsächlich fast 60 mal 60 mal 60 cm groß. Es ist riesig, ich habe es fast in meine Zimmertür reingekriegt. Ich habe euch hier mal zum Vergleich die Ezio's Zornfigur von Assassin's Creed hergestellt, euch allein einfach nur zu zeigen, wie unfassbar dieser Unterschied ist zwischen den Dingern. Ich weiß, was drin ist, ihr noch nicht. Ich sag's euch, manche werden es wissen, es hat ursprünglich 300 Euro gekostet, ist vor einem Jahr rausgekommen. Ich habe es lediglich schon 90 Euro bezahlt durch den Cyber Monday. Wir machen es einfach mal auf. Ich hoffe, ich kann es irgendwie vernünftig zeigen. Ganz, es ist riesengroß. Hier, ich kann es lesen, es steht in eure Richtung. Egal, wir holen es mal raus. Ich versuche es. Okay, also ich sag's euch, das ist echt brutal. Okay. Ihr seht es ganz kurz nicht, aber ich gebe mir die größte Mühe klar. Aber die Luft da will ich die Luft hin. Ihr könnt es schon sehen. Ich bin noch schwer beschäftigt mit rumdrehen. Ich zeig's euch schnell. Also, es ist unfassbar riesig. Wir machen es einfach so. Komm, legt sich hin. So, das ist mein Tisch, um euch zu zeigen. Um jetzt einfach mal ganz kurz klar zu machen, ihr seht, also ich bin verdeckt. Es ist Karton plus Spiel. Ich bin verdeckt, Leute. Ich bin weg. Zusammen ist es jetzt 2,20 Meter hoch. Ihr seht schon, es ist Titanfall, eine Collector's Edition für die Xbox One. Das Spiel habe ich mittlerweile, glaube ich, einmal scheiß drauf. Einmal als Download, einmal als CD, das ich verschenkt habe. Und jetzt hier als, ihr seht mich noch nicht, Riesenfigur. Machen wir mal auf. Also einmal Umverpackung. Ihr seht, einmal, jetzt raus von hier. Jetzt raus. Ich versuche es nicht kaputt zu machen. Es ist ziemlich gut durch den Transport gekommen. Ich guck mal ganz kurz. Ich sage, ich muss aufstehen dafür, um es zu sehen. Okay, es sieht sehr gut aus. Wir machen, verzeiht mir, wenn ich aus dem Bild oben rausgehe. Ich versuche es euch aber bestmöglich zu zeigen. Ich mach mal auf. Und lass die Klappe fallen. Ihr könnt schon, denke ich mal, reinsehen. Ich werde mal ganz kurz die Kamera so einstellen, dass ihr direkt reingucken könnt. Also ihr seht schon, einmal direkt hier vorne dran. Titan. So, muss mal Messer. Jetzt gibt's Krieg. Einmal Messer. Ich mach's einmal vorsichtig raus. Ach, jetzt kommt. Gut. So, unten. Das Spiel an sich Titanfall. Als Nicht-Bundle-Version, egal, von daher können wir auch wieder gehen. So, gut, ich mache wieder auf klein, dass ihr auch Männer empfinden könnt. So, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier haben wir einmal Kantenschutz, noch ein Kantenschutz. Ah, da können wir schon was rausziehen. Sehr gut. Wir haben einmal hier, ich versuche es weiter. Ich versuche es gerade zumindest zu zeigen. Das ist mal das Riesenposter von einem Atlas, diesem sogenannten. Ich weiß, ihr könnt es nicht ganz sehen, aber es ist im Endeffekt nur eine Skizzierung von diesen Riesentitans. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne. So, jetzt könnt ihr sehen. Sehr gut, das ist die Idee. Dann haben wir hier einmal das Collectors Buch. Die Art of Titan, also ein richtig, richtig schönes Artbook. Ich mach's mal schnell auf. Auf, jetzt komm. Ihr wisst ja, ich möchte nichts kaputt machen. So, auf ist es. Auch jetzt komm. Jetzt ärgert mich das Buch auch noch. Nicht mit mir. So, und offen. So. Also, ich habe ein Unpacking bis jetzt gesehen damit. Ich weiß, ich sehe nur schlecht, weil ich die Lichtverhältnisse extra hinten gemacht habe. Hier das Buch. Ich werde mal ganz kurz reingucken. Also, was ist so schön? Also, hier kann man sehen. Ach, jetzt kommt ein Buch. Hier kann man sehen, also,
es sind einzelne Zeichnungen. Das Buch ist ganz dick. Relativ. Ich gucke mal, wie viele Seiten es hat. Falls irgendeiner der Statistiken interessiert. Ich sehe keine Seiten. Ich stehe behaupten so an die tatsächlich 190 Seiten sind es. Sieht richtig schön aus. So, jetzt gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Was haben wir hier? Okay, das ist alles Teilchen. Ich sag's dir, ich habe keine Ahnung. Ich probiere es mal im Ganzen. Okay, ich komme dem Ganzen noch. Mal so, ich werde nach hinten stellen, dass er nur die Figur hat. Ah, okay, cool. Schaut mal. Hier, ich krieg's auch noch nach oben auf. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dann, ich zeig's euch mal direkt, was hier oben drin lag. Ich bin echt ganz, ganz witzig. Hier, schaut mal. Schaut mal. Ach, komm mal, schaut um. Ja, ein kleiner Soldier, Soldier, Soldier. Und noch ein kleiner Soldier. Heuer, heuer, da, heuer, da. So, noch ein bisschen Japanisch für die Japaner. So, dann haben wir hier oben drin die offizielle Bestätigung. Limitiert auf 35.000. Ich habe die Nummer 32.000. Ja, ein paar Serviette. Komm, Kamera, schaut um. Da, hier könnt ihr es noch sehen. 32.236 von 35.000. Also, so viele gibt es ja echt nicht mehr. Das gucken wir. Ah, seht ihr. Eins am anderen kann man ausbauen. Ich denke mal, das ist hier vorne hin. Ich werde es noch hinkriegen. Irgendwie diesen. Ich sag's euch, das Ding ist zu groß. Zu groß, sage ich. Kann ich dazu nur sagen. Ah, seht ihr, geht's hier? Nein, ich krieg gerade die Krise, Leute. Weil ich keine Ahnung habe, wohin damit. Wir machen mal hier oben wieder zu. Ich setze mal nach hinten. Das schieben wir mal ein Stück nach vorne. Das ist rausgegangen, hauptsächlich. Der ist wirklich bösartig groß. So. Das ist das. Weg mit den Kanten. Da ist schon die erste Kante rausgefallen. Kanten weg. Ich sag's euch, ich habe keine Ahnung, wo ich den Scheiß hin tun soll. Machen wir hier einmal eine Seite weg. Ich drehe mal die Leuchte. So. Und auch die zweite Seite ist nun weg. Leute, ich habe echt keinen Platz. Ich sag's euch. Das Ding ist so mächtig. Nee, Leute, ich kann nicht mehr. Ihr seht, ich habe echt Probleme allein schon auszupacken. Weil ich Angst habe, irgendwas abzubrechen. Das ist so filigran gestaltet. Aber ich muss sagen, schwer ist es nicht. In dem Fall. Ihr seht, das ist die Mega-Figur. Die kann leuchten. Ich habe leider keine Batterien jetzt dafür da. Jetzt gucke ich erstmal, wo die zwei Soldier hinkommen, mit denen ich eben rumgespielt habe. Der eine kommt. Sind die irgendwie gekennzeichnet? Nein. Nein. Mit einer Länder hin. Jawohl. Klasse. So, einer sitzt. Lasst mich mal gucken, wo der andere hinkommt. Laut dieser Zeichnung. Ich sag's euch, Leute, ich habe keine Ahnung. Das ist echt verflixt. So, wo ist die Anleitung, Leute? Anleitung. Ich sag's, ich habe keine Ahnung von überhaupt. Ah, da ist sie, ich hab die Anleitung. Ganz klein. Der eine kommt da vorne hin. Und der andere kommt. Ist ja egal. Der eine kommt zumindest irgendwo da hinten hin, angeblich. Angeblich nur. Kommst du dort hin? Geh schon. Ich denke mal zumindest, dass er da hinten hinkommt. Ja, er kommt da hinten hin. Er sitzt hinten dran, also. Wir machen es mal ganz einfach. Ich drehe es noch ein bisschen zur Seite. Ihr habt gesehen, hier vorne ist einer. Hier hinten ist der andere hin. Also ich sag's euch, das ist so brutal, das Vieh. So, ihr seht, also angeblich soll die Figur 48 cm hoch sein. Jetzt stellt euch mal den Vergleich von der EZ-Figur nebendran, die meiner Meinung nach für mich mehr als das Doppelte gekostet hat. Hier, gebt euch diesen Unterschied. Titanfall, Ezio. Unterschiedlich. Ich sag's, so, jetzt mal kurz.
aufräumen, 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 aufräumen. Irgendwie muss man aufräumen. Du bleibst hier. So. So, ihr seht, das ist der Unterschied. Das ist Titanfall. Das hier. Diese Figur, ich hab sie, ich sag's euch, wie gesagt, für 99 Euro gekauft. Für 99 Euro. So ein mega Vieh. Ich habe gedacht, meine Ezio-Figur hier ist riesig, aber das, ihr merkt schon, ich bin, aber ich sag's euch, alles Plastik, das ist scheiße. Gut, egal, ich sag's euch, das ist brutales Vieh. Viel zu groß, viel zu geil. Ich sag's euch, der Hammer. So, wenn es euch gefallen hat in dem Fall, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen könnte in Zukunft vielleicht. Ansonsten guckt es euch von mir 2-3 Mal an. Es ist. Ah, ich merke es gerade. Es leuchtet irgendwie, irgendwas. Kann man sehen, dass es leuchtet? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade eben ihren Knopf gedrückt und es leuchtet schon. Wow, cool. Ich kann die Farben verwechseln, wie ich will. Krass. Egal. Leute, ich sag's euch eins. Kauft das Ding, wenn es für den Preis kriegt. Egal, es ist der Hammer. Ich wünsche euch was hier in dem Fall, euer Meister. Ade.